wochenlangem Kampf ist es uns endlich gelungen, Dracula zu vernichten. Doch der Preis, den wir zahlen, ist hoch. Quincy starb vor unseren Augen und wir konnten nur tatenlos zusehen. Mina ist gerettet, aber für wie lange? Das Vampirblut fließt in ihren Adern. Selbst wenn die Spuren an ihrem Hals verschwunden sind, wer garantiert uns, dass sie eines Tages nicht wieder auftauchen? Wir alle haben zwar gesehen, wie Dracula verschwand, doch niemand unter uns kann mit Bestimmtheit behaupten, dass wir das Ungeheuer wirklich besiegt haben. Jonathan, entschuldige meine Schrift, doch meine Hand zittert so, dass ich kaum die Feder halten kann. Nachdem du mich heute Morgen verlassen hast, überfiel mich eine Art Schwindel. Ich ging an die frische Luft und als ich aufsah, war ich in Carfax. Draculas ehemaliger Wohnsitz rief mich. Es war, als sei er zurückgekommen und suche nach mir. In dem Augenblick, wo ich dir schreibe, kann ich seiner Anziehungskraft nicht mehr widerstehen. Ich nehme das erste Schiff nach Transsilvanien. Ich fühle, dass ich entschlossen zurück muss. Mir bleibt keine Wahl. Ich muss herausfinden, was mit mir geschieht. Versuche nicht mir zu folgen. Deine Anwesenheit würde die Situation nur verschlimmern. Bitte verzeih mir, Mina. Stuart, mein Freund. Meine schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt. Heute Morgen wurde Mina vom Wahn überfallen. Sie hat beschlossen, allein nach Transsilvanien zu reisen. Wie es scheint, ist Dracula zurück. Kannst du deinerseits Erkundungen in London anstellen, um herauszufinden, ob diese Gefahr wirklich besteht? Sollte dies der Fall sein, so müssen wir neue Verbündete finden und den Kampf erneut aufnehmen. Nimm dich in Acht und sei vorsichtig. Ich werde jetzt sofort Mina folgen. Sie hat nur wenige Stunden Vorsprung. Ich hoffe, ich werde sie finden, bevor es zu spät ist. Jonathan. Willkommen, Fremdlinge meiner schlichten Herberge. Ich hoffe, diese beiden Rohlinge haben Sie nicht verletzt. Ich weiß nicht, was in Sie gefahren ist. Doch sicher, Sie haben eine lange Reise hinter sich und es ist schon spät. Wärmen Sie sich dort am Ofen. Ich bin in der Küche, falls Sie etwas brauchen. Fühlen Sie sich wie zu Hause, hier entlang. Hören Sie, ich muss so schnell wie möglich zum Schloss. Ich hab's wirklich eilig. Zum Schloss? Der Weg ist weit und unsicher. Sie sind sicher erschöpft. Vergessen Sie das Schloss für diese Nacht. Ich werde Ihnen ein Zimmer richten und morgen reden wir darüber. Machen Sie sich keine Sorgen. Morgen wird es zu spät sein. Ich muss so schnell wie möglich dorthin. Müssen Sie wirklich?
Wir befinden uns am Vorabend von St. Georg. Wenn es Mitternacht schlägt, wird das Böse die Welt beherrschen. Wissen Sie eigentlich, wohin Sie gehen und was Sie erwartet? Bleiben Sie hier, um Himmels Willen. Ich flehe Sie an, bitte.
Ich möchte zum Schloss. Sagen Sie, wie komme ich am schnellsten dorthin? Das alte Schloss. Das steht doch leer, seit der Graf verschwunden ist. Fremder, was willst du dort? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Doch ich muss so schnell wie möglich dorthin. Hey, warte, bis es hell wird. Auf dem Weg dorthin wirst du Gefahren begegnen, die du dir nicht vorstellen kannst. Bleib lieber hier und trink mit mir. Ich kann nicht. Es geht um Leben und Tod. Wie du willst. Du kannst über die alte Brücke hinter der Herberge gehen, aber sie ist gefährlich. Ist das wirklich der einzige Weg? Auf alle Fälle ist das der kürzeste. Hau ab hier und komm nicht wieder.
Geh von dieser Hütte weg. Sonst bekommst du es mit mir zu tun.